So, herzlich willkommen hier in der Joint Dota League Season 4 Division 1 Asia Playoffs zwischen Awake und Regal. Also, er hatte jetzt mit ein bisschen Ping-Probleme, aber ich bin mal gespannt. Die beiden Teams sind auch schon in der I-League in den Qualifiers aufeinander getroffen. Und zwar ging es da 2:0 für Regal aus. Mal schauen, ob die Menschen von Awake hier ihre Schlappe wieder zurückholen können. Und wie das laufen wird, außerdem bin ich selber auch gespannt. Denn Asian Dotto ist halt immer ein bisschen was anderes als das europäische, deutsche, die deutsche Szene. Auch ein bisschen was anderes als North America, ein bisschen anders als Russian Dotto. Von daher vielleicht, ich kann mich noch erinnern, früher war das mal Push oder so. Okay, wie wir es schon sehen, Leute in Bans nicht, aber auch andere Bans. Und auf jeden Fall gespannt auf die asiatische Szene, was denn da gerade so im Meta drin ist und wie weit die sich vom Rest so weit unterscheidet. Habe ich bisher halt noch nicht so mitbekommen. Aber ich glaube, das wird hier ein guter Einstieg. Und generell. Und mal kurz in die Liste gucken. Wir haben. Genau, es ist Division 1 1-2 Playoffs. Und Awakening Regal ist hier das Spiel. Der Gewinner wird gegen den Gewinner von Myth Trust gegen Wraith spielen. Die wiederum der Gewinner am Ende gegen den Gewinner von Mineski oder Kingdom vs. Assail. Und dann im Endeffekt das Winner Bracket gerade hier das Final gespielt wird. Aber da ist noch ein bisschen was hin. Als erstes haben wir hier Best of 3, Game 1 gerade dran. Vor daher noch einiges Zeit. Bis es hier überhaupt relevant wird in der Liga, denn erstmal muss gutes Dota gespielt werden. Das ist erstmal das Wichtigste. Die Bans sind für mich erstmal jetzt ein bisschen unkonventionell, aber bestimmt für Szenenkenner, keine Ahnung, nicht so neu, aber keine besondere Signifikanz jetzt in der Lane zu erkennen. Rootmother als starke Offlaner, ja, starke Mitte, Naga raus, weil Naga ist I. Und auch den Juggernaut. Vielleicht für Push, keine Ahnung. Vielleicht aber auch, weil sie halt, wie gesagt, auch schon mal gegeneinander gespielt haben. Und die Teams kennen sich vielleicht so ein bisschen und können da schon mehr bannen, anstatt was ich jetzt hier von außen sehe. Awake hat den First Pick. Und mal schauen, ob hier Kombos gespielt werden oder nicht. Das letzte Join Dota League Playoffs war, wurden auch viel gespielt. Ich habe eben gesehen, Moskau 5 gegen, warum bin ich nur so schlecht in Erinnerung? Moskau 5 gegen Dingens, ach hier gegen MYM. Und da war halt auch teilweise mal Tiny Wisp gespielt worden, Faces Void und Ancient Abrition. Hat auch so ein bisschen viel auf Helden, die sich gegeneinander unterstützen. Und mal schauen, ob das hier auch der Fall sein wird. Erstmal noch nicht. Mensch, First Pick ist auch sehr interessant. Hat jetzt nicht unbedingt einen Buff bekommen. Aber ist natürlich immer noch stark, wenn auch meistens als Konter gespielt gegen Batrider, gegen Faces Void oder sowas. Tidehunter. Regal scheint wohl auf ein relativ stabiles Lineup zu gehen. Tidehunter kann man erstmal nichts falsch machen. Starker Ravage. Aber eventuell schon so eine Aussage Richtung Cooldown Dependent. Teamfight. Was natürlich immer das Problem ist, die Death Prophet ist da nichts Besseres mit dem Ulti, was im letzten Patch nochmal ein bisschen länger gemacht wurde. Also sind schon zwei Helden auf der Seite von Regal, die jetzt doch sehr stark Cooldown-Dependent sind. Und mal schauen, ob Awake dagegen im Draft irgendwie was in die Richtung geht. Okay, wir wollen immer fighten, wir haben keine langen Cooldowns und wir gehen halt dann rein, wenn die Ravage draußen ist oder wenn Exorcism used wurde. Das kann eigentlich immer eine relativ gute Strategie dagegen sein. Aber muss man das schauen, wenn es Regal natürlich auch richtig machen und hier nicht unbedingt overextenden oder zu früh da Dinge machen, sodass Awake da disengagen kann, dann ist es leider zerstört es natürlich auch sehr stark im Teamfight. Und aber Embers Build Vengeful sind halt auch schon gut. Auf jeden Fall für Clashes zwischendrin, während die Ultis auf Cooldown sind, um vielleicht da was rauszuholen. Aber Ember Vengeful, okay. Ember Spirit in der Mitte erstmal Ember gegen Death Prophet wahrscheinlich. Ist ein Lineup, was eigentlich Ember Spirit relativ
unter Kontrolle haben könnte, aber Death Prophet natürlich auch ihre Last Hits bekommt. Das Schild vom Ember Spirit sollte das Schlimmste erstmal in Sachen Harass von der Death Prophet aushalten. Und ein bisschen was an Damage ist dann halt auch noch vorhanden. Von daher, wenn die Death Prophet mal out of position kommt, sollte der Ember Spirit hier richtig viel Harass reinlegen. Ansonsten, ja, glaube ich, bekommen wir beide ihren Farm. Auch mal gespannt auf Rotations. Vengeful Spirit ist natürlich relativ gut für die Mitte zu ganken. Da mit dem Stun eben. Und halt auch noch Armor Reduction, was immer ganz praktisch ist. Und Death Prophet hat da erstmal keinen Escape, außer den Movement Speed, der erst mit Face Boots und Witchcraft so richtig anfängt. Von daher müssen wir schauen, ob wir ein bisschen mit Ganks gehen, aber ich glaube, Regal wird auch noch ein paar Supports picken, die da bestimmt in der Mitte mal ganken können. Ember Spirit vor Level 6 ist natürlich klar, mit Flame Guard ab, zieht er einiges in Damage. Aber wenn die Ganks richtig sitzen, dann ja, hat auch der Ember Spirit natürlich. Kann er natürlich auch gegankt werden, klar. Void ist raus, Viper ist raus. Auch schön zu sehen von Regal, dass sie halt sich auch nicht so ganz sicher sind, ob Ember Spirit Mitte geht. Und da ist schon mal die Viper bannen, die natürlich gegen Ember Spirit, gegen Death Prophet. Ist eine Viper. Wenn wir nicht wirklich in der Mitte gegen kämpfen. Ein sehr, sehr starker Laner. Außerdem halt auch noch so ein Held, der nicht cooldown-dependent wäre. Wo sie halt wirklich einfach Pickoffs machen können und versuchen, außerhalb der Teamfights, der großen Ultis, einfach viel, viel zu holen. Null Reserve Time jetzt für Awake übrig. Und noch gerade den Terrorblade rausgehauen. Auch so ein Held, den man sehr, sehr oft im Bann sieht. Und sehr, sehr oft auf dem gewinnenden Team, wenn er immer durchkommt. Kausaler Zusammenhang, definitiv. Regal haben noch die komplette Reserve Time, brauchen nicht so lange zum Nachdenken. Aber ja, wie gesagt, noch sind nicht wirklich Kombos vorhanden. Klar, es sind bisher zu sehen, würde ich jetzt mal sagen, Teamfight-Ultis gegen Nicht-Teamfight-Ultis. Aber ja, da kann man noch keine Bans vorhersehen. Es sind noch nicht wirklich konterbare bzw. Muss-Konter dabei. Von daher lassen wir die Teams einfach picken. So, Batrider gebannt und Lion gepickt. Sehr interessant, gegen den Flameguard holt, der Finger bricht zumindest ziemlich schnell den Flameguard. Ja, aber der Vengeful Spirit relativ squishy dagegen. Und ist halt ein super starker Support. Es ist halt die Control, die sie brauchen. Death Prophet hat von sich aus nicht so viel Control und Tighter, da hat auch nur die Ravage. Nur. Und daher ist es ganz, ganz praktisch, da jetzt noch einen Support zu haben, der relativ heavy drauf ist. Andererseits natürlich, Ember Spirit macht relativ starken Kurs im Prozess mit ihm. So, vorhin würde ich gerade von Control sprechen. Zent ist natürlich auch immer ein schöner Hero da in der Sache Control. Außerdem natürlich auch für Venge und für Ember Spirit ist die Stampede relativ spaßig, besonders mit Ember Spirit, der mit dem Flameguard halt eigentlich gerne in den Helden drin sein sollte. Zum Disengagen gut, zum Engagen gut. Für die Vengeful Spirit, um dann doch noch den Swap rauszubekommen für irgendwas. Sehr praktisch. Aber auf so Burst-Lineups wird der Dazzle direkt mal gepickt. Haben sie halt auch den Lion, da sie durch System Lion 2 Stunts haben sie gedacht, okay, jetzt kommen wir dann mit dem Dazzle weg. Sehr tanky mit Titan der Death Prophet. Aber mit dem Wisp haben sie jetzt auch Awake einen Healer rausgeholt. Vengeful Spirit, Ember und Centaur ist einiges an Control. Somit können sie hier mit einem etwas defensiveren oder einem definitiv defensiven Supports durchaus wegkommen. Die Frage ist jetzt, ob Regal den Tiny bannt oder ob Awake eventuell mit Tiny Wisp als last Pick wegkommen. Würde hier ganz gut auf jeden Fall reinpassen. Auch wenn wir vielleicht einen, ja gut, Centaur kann natürlich ganken und dann Tiny Wisp dazu. Aber am liebsten ist natürlich ein mehr Global Lineup, wenn du noch ein Nyx oder irgendwas wirklich Gankiges auf dem Weg zu tun hast. Centaur würde halt auch eher Leute finden, wo er weiß, wer sie sind. Alleine durch den Wald zu gehen, ist vielleicht für einen Centaur auch nicht das Optimalste. Lieber irgendwo Highgrounds stehen, Leute sehen und dann halt in Ruhe links stompen. Aber Tiny ist raus, Medusa als Last-Pick von Regal. Auch nice, Dazzle Medusa ist ziemlich stark, außerdem mit Tidehunter und Death Prophet haben sie jetzt halt auch
genug Teamfight, um halt die Midus verfett werden zu lassen, um im Five-Man-Lineup hier, ja, auf jeden Fall in Sachen Late-Game da die Oberhand zu haben, würde ich haben. Ember Spirit hat gegen Medusa dann im Endeffekt auch keine Chance mehr. Beide Teams haben aber, um es mal anzusagen, genug Möglichkeiten, Mega-Creeps zu deffen. Und daher könnte das hier, ich will es nicht sagen, aber wenn es 50 Minuten geht, dann kann es auch gerne 90 Minuten gehen. Und Gyrocopter als Last Pick. Wisp Gyrocopter von Awake, die auch ein bisschen Late-Game-Potential hier rausholen. Somit beide Team Late Game, aber auch ziemlich viel Early Game möglich mit Lion, Dazzle, mit ein bisschen Death Prophet, ja, mit Gyrocopter, Wisp, Vengeful. Ist auch schon ganz gut im Early Game. So, ja. Also auf der Seite von Regal haben wir wohl relativ normale Lanes, es sei denn, Ryuk wird jetzt hier auf die Safe Lane gehen, das sieht nicht so aus, von daher haben wir JNY auf dem Tidehunter in der Mitte, Ryuki auf der Death Prophet und eine normale Tri-Lane mit Vizim auf der Medusa, Boise auf dem Lion und CK auf dem Dazzle, also eine relativ doch defensive Lane, würde ich jetzt erstmal so sagen, Kills ist halt so die Frage, aber wenn die Medusa farmt, ist alles okay. Und außerdem Lion kann er doch mal schnell in die Mitte rotieren. Auf der Seite von Awake haben wir Solotic als Stand-In auf dem Center Warrunner, der auch erstmal einen defensiven Ward, einen Block-Ward setzt. Eben im Gegensatz zum EGM-Ward hier, dann doch mal hier den Ward gesetzt, der da doch ein bisschen wesentlich mehr Sneaky gibt. Auch Ruhen-Vision gibt. Aber ja. Personal Preference. Die Tri-Lane von Awake setzt sich jetzt hier auf die Rune an, die aber nicht contested wird. Und zwar mit Toy NNK auf dem Gyrocopter, Lampsis auf der Venture Spirit, auch als Stand-In, Boom auf dem Wisp und zuletzt in der Mitte Cell-Rotti, Bang Cell-Rotti, auch wahrscheinlich als Stand-In. Oder hat noch vergessen, seinen Team-Stack zu legen, auf dem Ember Spirit. An Itemweise, Item, sehen wir nichts Besonderes, aber Boots First auf dem Cent und auch Boots First auf dem Lion, wo sie hier eventuell schnell Leute out of position bekommen wollen. Und auf jeden Fall so aggressiv, wie es nur geht sein sollen. Im Center Warner kann der Lion natürlich auch dann ganz gut kiten. Gut, der Mana Drain gegen Center ist jetzt nicht so tödlich wie auf anderen Helden, aber auf jeden Fall praktisch, wenn hier kein Mana für ein Stomp ist. Schauen wir uns mal die Mitte an. Die meiste Action wird ja wahrscheinlich auf der Top-Lane höchstens passieren. Würde ich jetzt mal so denken. Weil sie da vielleicht Möglichkeiten haben. Dazzle und hier traden ein paar Hits. Aber Dazzle kriegt hier einigen Damage. Und der Damage am Center ist doch relativ gering. Mit dem Tango und halt dem ersten Punkt in den Dorn relativ viel. Bisschen Return natürlich. Copyright. Ryuk hat in der Mitte eine richtig schöne Zeit. 7 zu 3 auf der Death Prophet. Gegen den Ember, der 0 zu 0 ist. Wird hier richtig out of position geholt. Hat jetzt einen Flame Guard, kann jetzt immerhin an die Lane gehen, aber die Right Clicks sind natürlich da, die durch den Flame Guard durchgehen. Ja, das wird eine schwierige Lane. Bottle ist dann noch einige Zeit da, muss Tangos kaufen, die ihm dann jetzt gebracht werden würden, wenn nicht das Chicken gerade unterwegs wäre. Was natürlich auch super bitter ist. Von daher, die Mitte läuft absolut nicht gut für Wake. Ryuki hat hier die Nase auf jeden Fall vorne. Dementsprechend Wisp Rotation in die Mitte direkt mal schon mal. Und Lion hofft hier, dass jemand da hinkommt, beziehungsweise bereitet hier einen kleinen Gank vor. Wird hier auf den Wisp treffen. Das wollen, glaube ich, beide Leute nicht. Hups. Aber traden hier ein paar Hits, aber das könnte eventuell Lion gewinnen. Er ist sich nicht ganz sicher, ob er hier vielleicht Support bekommt, aber das wäre ein easy Kill, wenn er dafür gegangen wäre. Also, vielleicht ein bisschen unterschätzt und dachte so, hey, ein Wisp alleine, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Und aber es war tatsächlich so. Im Nachhinein vielleicht ein bisschen bitter, aber besser als nichts. Und er wartet hier auf den Kurier. Mal gespannt, ob sich hier Awake
im Klaren sind, dass das hier der Line der Highground stand, eventuell darauf gepocht, aber Kurier geht, glaube ich, zufällig den besseren Weg. Und damit wird hier Line nichts treffen. Auf der Top-Lane, wie gesagt, die Action passiert hier. Titan, da kriegt einiges an Damage, muss den Salve holen, aber wird von der Rocket wohl gekillt. 20 Leben, First Blood für Toy. Der erste Punkt in Rocket, ja. Mal schauen, ob er auf dem 4 jetzt ins 2-2-Bild geht. Und... mal schauen. Ja, 2-2, somit auch Rocket weiter hochgetrieben. Gegen den Tidehunter auch relativ gut zum raushalten. Und das macht einiges an Damage. Level 2 Rocket kann er halt auch nicht aufhalten. Eieiei, macht das Damage. Ja, 180 Damage auf Level 2. Das wird nur mehr. Und er kann prinzipiell sich nicht davon vor dem Tower treffen lassen. Weil dann kommt schnell mal die Rocket-Barrage dann hinzu. Somit wird JNY auf der Top-Lane wohl eine relativ blöde Zeit haben. Nächste Rocket kommt an, muss sie wieder abhauen. Wobei natürlich Gyrocopter hier auch in den Creeps drin war, wo die Rocket-Barrage vielleicht nicht so stark wäre, aber sicher ist sicher. Tja. Bungel Roti hat nicht wirklich irgendwas bekommen hier auf der Midlane. Immer noch nicht. Und nach 4 Minuten 23 Last Hits mit FD9 ist schon relativ gut. Hanna versucht hier die Rune zumindest zu securen für Ryuki. Und Ryuki kriegt hier Rune ohne größere Probleme. Da können auch die Supports gegen diese gefarmte Death Prophet nicht wirklich was tun. Aber Center Warren hat sich auch die Bounty Rune snacken können. Waren die Supports von Regal nicht rechtzeitig da? Na gut. Was schauen wir uns hier nochmal an? Farm ist relativ okay. Gyrocopter hat tatsächlich ein bisschen mehr Last als die Medusa, obwohl er einen Kill bekommen hat. Aber gut, das war nur mit der Rocket in der Schießen. Also hey, technically nicht verbraucht. Ryuki plant hier eventuell ein bisschen zu diven, aber ist sich doch nicht ganz sicher. Flame Guard wäre auf Cooldown, aber trotzdem. Bottom Lane wollen sie Action machen. Slow ist draußen, eventuell wird hier gedived. Hex wäre da, Medusa ist dabei, gedived wird auf jeden Fall. Hex ist draußen, der Damage reicht aber nicht ganz. Jetzt kommt das erste TB rein, müssen sich zurückziehen. Nein, hat doch relativ Damage bekommen. Bounce? Nein, Bounce nicht. Das hätte eventuell einen Kill geben können. 160. Nicht so wirklich, aber Death Prophet in der Mitte auf Ember Spirit. Holt sich den Kill mit einer Haste-Rune, beziehungsweise die Haste-Rune hauptsächlich benutzt. Ja doch, mit einer Haste-Rune den Kill genommen. Rotations war nicht möglich. Beide Rotations kamen auf die... oder die eine Rotation kam auf die Bottomlane. Somit immerhin hier gut die Zeit genutzt, wo die Leute auf der Bottomlane beschäftigt waren. Hören uns mal die Graphen an. Nach 5 Minuten haben wir ein schönes oszillierendes Sinussignal auf dem Networth-Graph. Der XP-Graph hat eine kleine Unregelmäßigkeit da drin. Aber Messfehler. Ein schöner Sinus. Ich lasse mich davon nicht irritieren. Die Rune ist jetzt relativ stark für Wax secured. Da hat Dazzle zum Glück rechtzeitig umgedreht. Hatte keine Vision da drauf. Beziehungsweise eigentlich von oben sollte der Vision gehabt haben. Ist überrascht, dass er überhaupt so nah rangegangen ist. Aber ja, irgendwie relativ wenig Vision gerade für beide Teams. Awake hat ihren Wardsmith auf der Top-Lane, aber Bottom-Lane ist für beide Teams bis auf den Aggressive Ward halt relativ wenig los, aber klar, 6 Minuten ist halt auch die Zeit, wo die Wards dann so langsam austimen. Bam. Offlaner, Titan 12 zu 1, aber auch schon Death. Der Centaur ist bei 7 zu 2. Relativ even, würde ich jetzt mal so sagen. XP ist wahrscheinlich relevanter, aber beide Level 5. Und bei beiden beginnt die Action noch nicht ganz, aber bald ist es bestimmt soweit. Gyrocopter übernimmt richtig die Spitze mit dem Farm. Hat eine richtig gute Zeit und ja, verpasst auch keinen Last Hit hier. 46 Last Hits, das ist doch schon einiges. Hat aber auch wird aber auch absolut nicht gestört hier. Einfach mit der Rocket jetzt hier. Ist zwar nur Level 2. Hat doch die Rocket Barrage gemaxt.
Also ist auch sinnvoller, aber er hätte jetzt hier wahrscheinlich mit der Rocket Level 4 wegkommen können, einfach um das Harris noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Aber erstmal in die Mitte. Death Prophet wurde gegankt, aber Dazzle ist da. Heals sind da und Wisp muss aufpassen, aber ist weit genug weg. Dann kommt nichts weiter. Jetzt hier kommt erstmal Lion, der hier noch einen Gank macht. Oh, die Mystic Snake macht einigen Damage und sollte hier den Death von Zolotic bekommen. Aber kommt hier noch gerade so hin. 11, das ist ein Laste, kriegt sie die raus. Oh nein. Stonegaze, er guckt in die falsche Richtung. Das ist bitter, dass er sich hier noch umgedreht hat. Und Stonegaze holt quasi den Kill. Bitter, bitter. Fehler von Zolotic, aber hey, passiert mal. Ember Spirit kommt rein. Schöner Stun hier von Lion. Das quasi ohne Vision. Kam hier instant rein und instant gestunt. Aber auf der Toplane mal wieder mit ein paar Grafikfehlern. Das sah nicht immer so aus. Ist ja auch der Titan dann wieder down gegangen. Also ein 2-2. Die Offlaner sind da relativ oft hier unter die Arena geraten. So, die ersten Tower kriegen ein bisschen Damage. Death Prophet noch keine Exorcism benutzt dafür. Wie sieht der Bild aus? Auch noch genau ein 4041 dann im Endeffekt. Wurde noch nicht gebraucht, das Exorcism. Von daher halt auch noch nicht geskillt. Max Witchcraft erst und danach kann man mehr machen. Upp, Pause von Line. Und dann... Jo, eine Pause. Itemweise, wie sieht das Ganze aus? Wir haben, glaube ich, kein Midas. Nope. Ein Gyrocopter, der auf ein Fighting-Bild geht und die Medusa geht ganz normal das Lincolns Bild. Gyrocopter hat die Drums bald, also wird auf Drums gehen, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen was hin, ne? Ist jetzt das Rezept entfernt, also wird das ungefähr 100 Gold für die Drums haben, Drums, Face Boots und dann im Endeffekt noch ein Aquila, was war denn nochmal, Aquila, ne, Aquis, Aquila, so. Lateinisch ist schwer. Okay. Ja, Medusa ist noch einiges natürlich von Lincolns weg. Es dauert ein bisschen länger. Aber ich glaube, 14, 15, 16 Minuten Lincolns ist da relativ okay. Besonders mit den Stacks. Bin gespannt, ob die Death Prophet den Stack bekommt oder die Medusa. Wahrscheinlich werden sie den Stack aber behalten, bis die Medusa entweder aus der Lane raus ist oder bis halt irgendjemand unbedingt braucht. Stack ist auch erfolgreich. Und daher ist ein Quad-Stack hier. Nicht schlecht vom Dizzle. Und auf jeden Fall die Möglichkeit. Andererseits könnte es natürlich auch der Titan in das Deck holen. Und knapp 400-500 Gold da drin. Die Frage ist halt jetzt gerade, bringt es auch nichts. Mana Boots sind jetzt erstmal mit dem Titan da. Tja. Last Hits wird er hier erstmal nicht, oben nicht bekommen. 20 Last Hits war schon sehr, sehr gut auf dieser Offlane besonders. Mit konstantem Rocket Spam ist es ganz gut. Auch wenn jetzt die Rocket nicht mehr höher gebracht wird. Aber ja, mit quasi Long Range Anchor Smash geht das ganz gut. Oh, eventuell könnte hier Zolotic... Ah, kommt ein bisschen zu spät, um den Stack abzuholen. Hat einiges Geld und XP für die Death Prophet. Trifft hier auf Zolotic, aber... Weder Death Prophet hat Mana noch Zolotic den Damage, um die Death Prophet überhaupt down zu bekommen. Rune wird erstmal secured. Das dürften die Drums gewesen sein, ja. Und dann Rune auf der Bottomlane. Geht für Awake auf der Toplane. Ups, wird für Regal bekommen und eventuell, nein, Stampede wird benutzt, sehr schön, aber auch außerdem wäre hier der Remnant da gewesen. Und Ravage wird jetzt benutzt, die Frage ist, ob reicht es, um vorher wegzukommen? Ja, es reicht auf jeden Fall. Cordon ist allerdings jetzt ein Dazzle, ja, holt den Dazzle. Und eventuell Stomp ist da. Mit der Stampede kann er schnell genug rein, von daher auch der Titaner down. Ember Spirit für Titaner Dazzle lohnt sich bisher schon. Die Frage ist, ob jetzt hier noch die Death Prophet down geht. Schöner Swap und das sollte der Kill sein. Ja, die Rocket mal wieder kriegt den Kill. Gyrocopter Double Kill. Aber Lion sollte hier wegkommen. Die Spirits, nope. Wären ein bisschen overextenden dafür. Aber schöner Fight hier. 3 zu 1 getradet dann doch noch. Die Ravage war halt in dem Sinne nötig, hätte sich gelohnt. Aber 3 Kills abgeholt. Auf dem Chase und einiges für einen Gyrocopter hier, 600 Gold raus. Für eine relativ minimale Rotation von seiner Lane runter. Von daher, wir sind damit sehr zufrieden, würde ich jetzt mal so sagen. Rotiert jetzt hier auf die Bottomlane und wird sich ein bisschen mit der Medusa um Last Hits battlen. Beide Farmer jetzt hier.
Aber die Rotation hat immerhin dazu geführt, dass die Medusa wieder on par ist mit dem Gyrocopter. Ja, 72 zu 70. Medusa hat mehr Last jetzt, mehr Denies, aber natürlich jetzt hier auch ein bisschen das Problem, dass die Rocket überrascht wird, aber das Mana Shield macht schon einige Arbeit hier. Mal schauen, Exorcism. Jupp, der Tower wird hier down gehen. Rotations glaube ich nicht, dass Awake die hat. Das Bild bleibt relativ lange dran, aber entscheidet sich jetzt doch, es ist Zeit, da wegzuhauen. Glyph wird benutzt zum Verlängern. Und der erste Tower des Spiels geht an Regal. Hier auch an Ryuki, der auf dem Weg zum Olz ist. Und das dauert noch 300, 200 Gold, würde ich jetzt mal sagen, fürs Olz. 12 Minuten Olz ist richtig gut. Mal schauen, ob sie damit vielleicht ein Paket bekommen. Beziehungsweise erstmal halt den Bottom Tower deffen müssen. Denn jetzt kommen die Rotations. Stone Gaze direkt aktiviert, bevor dem Stun. Sehr schön gemacht. Die Frage ist, reicht es? Und es sieht so aus, beide Cores quasi hier gestoned. Aber selbst Medusa überlebt er noch gerade so hinten. Und auch ein wunderschönes Grave sorgt dafür, dass Gyrocopter hier einen Double Kill bekommt. Oder nicht? Oh, kein Mana um zu TP'en, das ist böse. Aber ja, ich glaube, hier wird hier noch keiner angreifen. Hat das Olds jetzt gleich aber auf Cooldown und es sollte, wenn sie da dranbleiben, auf jeden Fall einen Kill bekommen. Olds sind 4, 3, 2, okay, ich glaube, das ist tot, wenn nicht von unten die Vengeful schnell genug da ist. Nein, Olds reicht nicht. Ah, das ist bitter. Und jetzt kommt natürlich die Rotation. Die Frage ist, Stun liegt da. Ja, Gyrocopter will da nicht zu nah dran. Aber ich glaube, so sollte es auch reichen. Jupp. Es reicht. Grave war on Cooldown. Und die eine Healing Wave hätte vielleicht nicht mehr so viel gebracht. Außerdem nicht Mana genug für beides, von daher hat der lieber sein eigenes Leben gerettet. Aber im Endeffekt, zweites war der Trade trotzdem wesentlich besser gelaufen für Regal, als es Awake hätten geplant. Wenn man bedenkt, dass es ein 3-1 Gank war und die Medusa doch sehr, sehr lange überlebt hat. Ja, Networth ist der Gyrocopter sehr weit oben, aber die Death Prophet ist natürlich hier der entscheidende Faktor. Und nope, da hat er nicht rechtzeitig den Knopf gefunden für die Spikes bzw. für den Hex. Und geht hier tatsächlich komplett ohne sich zu wehren down. Was ein bisschen ungünstig ist, aber naja. Mal gucken. Oh, nein. Wäre jetzt hier relativ witzig, wenn Gyrocopter geblieben wäre und von der Mystic Snake sich umbringen hätte lassen. Aber hey, wir sind hier professional. Dann, grafenweise, oszilliert das jetzt so langsam nicht mehr. Haben einen relativ hohen Vorsprung für Regal gehabt, aber nach dem Fight unten, der zumindest die Medusa umgebracht hat, ist es wieder relativ even. XP ist quasi bei 0. 750 nach knapp 15 Minuten. Ist nicht wirklich aussagekräftig. Wisp ist Level 6, aber bisher noch keine Relocates gefunden. Mal schauen, ob jetzt hier was passiert. Auf jeden Fall, Regal wollen es wissen. Haben das Teamfight-Lineup. Haben auch einen gesmokten Titan dahinter. 1600 Gold. Gar nicht mal so weit weg vom Blinkdagger. Kriegen hier aber den Tower ohne Probleme. Die Frage ist, ob es jetzt hier einfach weitergegangen wird. Und es sieht, glaube ich, danach aus. Können sie außerdem ganz gut machen. Olds ist da, Initiation auf dem Giant Cop, das ist da, kein BKB. Somit wird er hier relativ viel Damage bekommen. Hälfte Leben ist noch da, aber Ravage ist gezündet. Ein schöner Quarter noch 5 quasi. Und wunderschöner Ember Spirit, der hier reinjumpt. Giant Cop, das ist down, aber schon 2 down hier auf der Seite von Regal. Allerdings die beiden, die auch schon alles getan haben, was sie brauchten. Jetzt natürlich den Rückzug zu haben für Regal. Mal schauen, ob sie hier komplett wegkommen. Ember Spirit hat gefährlich wenig Mana, aber Relocate wäre vorhanden. Könnte man eventuell mit jemandem handeln gehen, aber keine Aggressive Wards und da nicht das Interesse, irgendwie mit einem Relocate in einen Double Spike reinzufahren mit einem Lion und dann halt einfach zu sterben. Wäre vielleicht auch nicht die beste Wahl. Haben sich richtig gut gewehrt, der Cooldown war richtig gut. Quasi ein 5er Cooldown. Aber ja, mehr war da nicht drin. Immerhin den Tower gedefft und mehr ist jetzt hier nicht passiert. Ein Stack für den Tidehunter. Mit dem einen Stack könnte das eventuell der Blinkdagger sein. Ein Triple Stack sollte das hier werden. Jupp. Und daher zumindest auf jeden Fall knapp wird es für den Blinkdagger.
Die Frage ist, ob sie den Bottom Tower deffen können. Glyph ist noch da, aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie da ready sind. Außerdem ohne Ravage, ohne Exorcism, glaube ich, ist es ein bisschen sinnlos, da rein zu fighten. Das ist eben genau das, was es leider nicht ist. Daher hat auch schon zu sehen, Awake nutzen es immerhin, wenn die Cooldowns down sind, hier zu fighten. Mal schauen, ob sie das auch mit dem Top Tower machen, ohne Cooldowns zu fighten. 60 Sekunden für Exorcism, 60 Sekunden für Ravage. Relativ gut getimed, aber trotzdem der Top Tower wird getradet von Regal. Centaur, guck mal, ob er hier den Stack beobachten kann. Mal schauen, ob er hier stackt für sich und den Stack holt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Hofft halt einfach nur, dass jemand das Stack farmen kommt, bis es nochmal ins Stacken kommt. Aber die Regal sind gerade relativ gut damit beschäftigt, Bottomlane rauszupushen. Bisschen Pressure auf den Bottom Tower. Jetzt müsste es irgendjemand deffen muss, aber Achtung. Stompt da rein. Visem lebt allerdings relativ lange und sie haben absolut keinen Damage. Das ist nicht mehr die Hälfte des Lebens, die da runterkommen wird. Oder die Frage ist, upp, da ist ein Relocate in vielleicht eine schlechte Zeitpunkt reingekommen. Jetzt sind alle fünf auf der Top Lane, aber Ravage ist in einer Sekunde wieder ready. Und wird aber erstmal nichts passieren, okay. Es war sehr interessant, dass da irgendwie fünf Leute gegroupt standen, aber niemand gestorben ist. Relocate kam ein bisschen zu spät. Und da hätte definitiv nach hinten losgehen können. Aber Lion hat, glaube ich, keinen Mana gehabt, beziehungsweise zu weit hinten. Naja, war das da nicht ganz möglich. Aber immerhin werden die Relocates benutzt, das ist ja schon mal was. Ein Gank von Regal, beziehungsweise dachte ich ein Gank, aber irgendwie so sneaky ist es gar nicht, um es Gank zu nennen. Blink ist da, könnten sie jetzt hier diven, die Frage ist, ob sie es wollen. Relocate ist down, Gyro haben sie hier gesehen, hat ein TP, von daher erstmal noch nichts. Aber Wisp ist hier vielleicht im falschen Zeitpunkt, ups. Tether wäre natürlich möglich, aber man muss natürlich alle Leute durchtethern, was natürlich relativ böse wäre, für einen Oils unterbrechen zu werden. Und Regal macht es schön. Exorcism benutzt, um halt einfach hier quasi diese Blockerzone aufzubauen, dass Wisp einfach nicht durchkommt. Sie wissen, er ist da durch und dann muss er den Weg drumherum gehen und bis dahin haben sie den Tower schon fast down gebracht. Wenn die den Tower bekommen, Trades werden wohl nicht möglich sein. Wisp kann relocaten rein. Aber, oh, schönes Olds. Eieiei. Nee, die Triggerfinger sind richtig hart. Stampede wird benutzt. Ravage ist draußen, aber Cordon kommt vorher noch rein. Schöner Finger und direkte Gyrocopter down. Schönes Grave auch noch. Die Frage ist, ob es ihn bringen wird. Wisp ist hier dran mit der Urne, sollte das ein Kill sein. Aber, ups. Das, was war das? Das war meine Maus. Eieiei. Aber 4 zu 1 sieht doch denn der Trade. Schön zurückgemacht und der Relocate von hinten war relativ gut. Da das restliche Team dann halt clean upen musste. Ja, das war ein bisschen doofe Kameraführung am Ende. Aber doch, Ember Spirit hat doch den Damage. Und obwohl das relativ stark von Regal gespielt worden war, verlieren sie doch sehr, sehr viel hier. Den Tower werden sie wohl nicht verlieren, aber definitiv die Dessel hier. Medusa ist hier, aber halt auch der Damage ist ja nicht vorhanden, aber jetzt ist Lion da und das soll den Kill auf die Mensch Fußbild sein. Und da ist auch der Kill. Ja, 1 zu 1 der Trade, aber ja, der Fight eben sollte auch relativ viel gebracht haben, ja. Knapp 2000 bis 3000 Goldswing. XP nicht so viel, aber immerhin. Ja, knapp 2k. Gar nicht mal so schlecht. Und gar nicht mal so wenig. Death Prophet mit dem Rod of Aoi jetzt hier fertig. Medusa hat auch das Linkins natürlich schon. Das Timing habe ich jetzt leider nicht im Kopf gehabt. Wenn ich am Anfang schon gesagt habe, 14 bis 15 Minuten war nicht ganz so gelaufen. Ist jetzt halt doch im ja doch, schon noch weit vorne, aber 100 Last sitzen nach 20 Minuten ist jetzt auch nicht das, was Medusa gerne hätte. Wurde relativ viel gefightet. Von daher 2-1 immerhin positive Stats. Aber vielleicht eher gut für den Gyrocopter, der da doch mehr im Teamfeld zu tun hat. Außer die Dusa, die natürlich Stone gazen kann. Aber dann ist meistens Rückzug angesagt. Ist halt nicht so einschlagekräftig wie ein Cooldown, der halt trifft. Und man weiß, hat dann nicht quasi 2 Sekunden noch Zeit vorher, sich umzudrehen, wegzulaufen und wie auch immer.
So, der Tower soll jetzt hier fallen von der Wake. Haben jetzt hier ja, das ganze Team angestellt, um da reinzugehen. Aber Regal ist wieder da. Regal wollen fighten. Auch wenn mal wieder Cooldowns komplett da sind. Stormgaze ist immerhin vorhanden. Aber erstmal Ember Spirit richtig weit rein. Auf den Titan da auf einen Sinn. Das ist vielleicht nicht so eine gute Sache. Aber der geht hier down. Stormgaze ist da. Die Frage ist, einer, zwei eingesperrt hier. Und immerhin finden sie einen Center One. Aber schönes Stampede. Noch auf den Rot of Arthos gewartet. Und schön gekontert. Und jetzt wird es allerdings ein bisschen schwierig. Center Warner hat volles Leben mit einer Wisp Regen Rune. Somit das komplette Awake-Team wieder voll HP und voll Mana. Ja, und Regal haben einen Centaur Missing. Und kein Exorcism. Doch, Exorcism ist jetzt auf Cooldown, aber auch kein Stormgaze mehr. Kein Finger mehr. Aber immer noch ein Grave. Das könnte böse werden. Denn sie sind auch alle hier. Nehmen wir an, dass Wisp und Cent jetzt hier wieder rankommen werden. Und auch hier der Spirit ist ja da gesetzt. Kleiner Fountain Trip von Ember Spirit. Somit wird es hier gleich ein bisschen Action geben, hoffentlich. In der Zwischenzeit, Grafen, ja, habe ich angeguckt. Itemweise scheint es wohl ein Mech zu werden. Nee. Hier baut er noch einen Mech oder es geht jetzt in Richtung von einem Crimson Guard. Was, glaube ich, sinnvoller ist. Relativ viel Physical Damage und besonders mit der Flak Cannon kann man da sehr viel tun. Ja, und das ist wahrscheinlich ist auch das günstigste Item erstmal vom Crimson Guard dementsprechend. Wahrscheinlich Crimson Guard für Tidehunter. Lion spart wahrscheinlich auf den Blink. Aber ist noch ein bisschen davon entfernt. User werden wir sehen. Death Prophet hat erstmal einiges. Mal schauen, ob sie hier auf Bloodstone geht, auf Heart geht, auf, keine Ahnung, BKB geht oder sowas. Werden wir sehen. Aber naja. Centaur hat auch schon alles, wird dementsprechend. Ja, könnte eigentlich auch in Crimson Guard gehen. Einfach nur vom Ring of Regen her wird er wahrscheinlich skippen. Es wäre genauso gut gegen den Splitchfund von den Dusa. Aber wird erstmal wohl ein Forster 4 werden. Mit dem Stone Gaze ist doch ein Forster wesentlich mehr wert erstmal. Wisp ist relativ gut dabei, würde ich jetzt mal sagen. Also schon eine komplette Hood. Ist doch einiges. Wird auf jeden Fall gebrauchen können gegen den Lion, sonst wird er direkt gefingert worden wäre. Direktes Finger ist nicht so gut. Mensch, fürs Bild außerdem mit Face Boots. Also hier so ein bisschen Transition. Irgendwann mal. Vielleicht in einem Semi-Carry. Auf jeden Fall halt, um den Damage zu haben. Ganz praktisch. Außerdem, so viel Mana brauchen die auch nicht. Von daher werden hier Mana Boots vielleicht ein bisschen übertrieben. Andererseits haben sie halt auch gar keine Mana Boots. Wisp wird vielleicht Mana Boots holen. Und besonders halt mit dem Wisp und Tether sind halt Mana Boots doch, ja, knapp 200, knapp 300 irgendwas oder 400 Mana sogar für denjenigen, der zum getethert ist. Es ist schon einiges, aber die Helden haben nicht mehr 400 Mana. Ja, gut, Gyrocopter hat 700 Mana, hat ein paar Items, ja, aber Gyrocopter braucht auch jetzt nicht so viel Mana. Von daher, wahrscheinlich wären die Mana Boots ein bisschen zu viel gewesen. Immer noch Pause, aber jetzt der Go. Und dann schauen wir mal, ob hier Dinge passieren oder ob Awake hier zurückgehen. Ich glaube aber nicht. Drehen sich hier um und ab dafür. Ember Spirit sollte hier auch gleich wieder auftauchen. Jetzt wäre es passend und oh, da finden sie die User. Das ist. Oh, es ist Nacht. Das ist gerade so die Vision. Vision war gerade so hier. Ist bitte, aber jetzt finden sie die User. Ups, ohne Stormgaze. Das ist gar nicht mal so schön. Schöner Stun hier von Lion und jetzt wird er erstmal das Exorcism ausgepackt und die Medusa, knapp, einfach nicht genug Damage und ups, das läuft jetzt definitiv nicht so, wie sich das Awake vorgestellt haben. Die Medusa tankt einfach alles und jetzt ist Titan hier schneller Gash. Reicht tatsächlich nicht für den Kill, aber das reicht auf jeden Fall. Menschwurzel dreht sich um, weiß, dass sie tot ist, aber 3 zu 0. Ups, da war vielleicht die Medusa doch nicht genau das, was sie finden wollten. Haben relativ viel Damage gemacht, aber es reicht halt gerade so nicht. Da hat der Gyrocopter direkt da vorne gefehlt, der ein bisschen weiter hinten war. Einiges an Gold und an XP doch wieder für Regal. Und auch der Mitte Tower ist immerhin denied worden von Wisp. Schöne Aktion, kam Regal nicht schnell genug hin. Somit auch ein weiterer Goldvorteil dann für Regal.
So, Zeit für Networth-Graphen, beziehungsweise Networth-Stats, wo, ja, die Carries noch relativ even sind. Dusa ist ein bisschen zurück tatsächlich vom Gyrocopter, aber das macht natürlich die Grobelos wieder weg. Und auch Ember's Bridge hat ein bisschen aufgeholt. Der Rest ist auf einem Niveau, aber das Wisp hat wohl die richtigen Kills geholt. 3-0-6. Und mit diesen Stats 5000 Net Worth, mehr als beide Offlaner. Das ist sehr, sehr, sehr unnormal für einen Wisp. Interessant und hat bald die Pipe schon fertig. Das ist sehr, sehr viel für einen Wisp. Aber erstmal ein bisschen Farmzeit. Roshan ist auch noch im Spiel. Könnte vielleicht dann irgendwann mal geholt werden. Der erste T1 Tower ist jetzt hier auch noch gefallen. Ups. Damit der zweite T1 down für Regal. Aber ja, Awake haben schon halt hier zwei verloren. Von daher hier natürlich ein Push. Bisschen schwieriger für Awake da mitzuhalten. Denn klar ist es halt, ein Teamfight-Lineup wird sich natürlich fürs zu Teamfighten einfach die Tower einrennen. Und da kann Awake halt während den Ultis halt gerade nicht wirklich viel gegen tun. User wohl auf Yasha erstmal. Auf jeden Fall die richtige Wahl ist halt das Item. Nur mal dafür. Danach einen Manta-Style. Und mit mehr Dusas sind immer besser als eine Dusa. Ups, der ist tot. Ups, das war ein bisschen Overcommitment. Ja, man weiß halt, man denkt halt eigentlich nie, dass die Supports alleine sind, aber hey, in dem Fall haben sie einen einfachen Dazzle gefunden. Relocate war von oben. Ups, gesmoked. Oh Gott. Sorry, dass ich das nicht gehypt hatte. Das habe ich zu spät gesehen. Das war eine richtig, richtig geile Aktion von Regal. Aber vielleicht doch nicht so perfekt. Trotzdem wollen wir jetzt erstmal versuchen, hier Ryuki am Leben zu halten. Und es schaffen es aber nicht ganz. Immerhin kriegen sie hier 2-2 als Straight noch raus. Komplette Relocate-Duo gekillt. Trotzdem haben sie jetzt den Center Warner. Blink nochmal ran. Ich frage mich, ob die Damage haben für die Medusa. Die jetzt hier mit Splitchwort einigen Damage macht. Ha, ja, ja, da müssen sie jetzt definitiv aufpassen. Splitchwort reicht natürlich. Ah, Splitchwort reicht nicht ganz. Und tatsächlich kriegen sie einen Double Kill für die Medusa. Auch wenn der Centaur durch die Quips gestorben ist. Aber ja. Medusa kriegen sie halt einfach nicht tot ohne einen Gyrocopter. Haben sie ein bisschen viel noch reingeworfen, was nicht mehr nötig gewesen wäre. Aber 4-3 der Trade im Endeffekt noch. Schön gemacht von beiden Teams. Der Relocate war ein bisschen unnötig und richtig schön gesmoked und daneben gestanden von Regal. Allerdings ist der Lion halt ein bisschen zu früh gestorben. Das BKB war halt dann draußen und Lion hat nicht mal seinen Finger rausbekommen. Denn, ja, so überrascht wurde der Gyrocopter dann davon wohl doch nicht. Schneller Triggerfinger auf dem BKB. Allerdings, wenn das Hex gesessen hätte, wäre das dann definitiv ein schnelles Ende für den Gyrocopter gewesen und wahrscheinlich dann auch der T2 auf der Top-Lane. Naja, 60 Sekunden und dann wird Regal den Top-T2 oder den Bottom-T2 nochmal angehen. Vielleicht ist es aber auch Roshan, der natürlich mit dem Exorcism auch relativ schnell down gehen kann. 25 Minuten und das erste Battlefield für Ember's Build, der allerdings vorher noch einen Yasha gebaut hat. Ist auch nicht so oft gesehen. Aber generell cooles Stats-Item. Warum nicht? Erstmal gesteckt. Werden jetzt hier mit einer Stampede. Ja, kleine Kommunikationsprobleme. Wollten wohl doch nicht auf den Line gehen. Außerdem hat der Line sowieso einen Blink gehabt. Ist hier ein bisschen doof in die Bäume geblinkt. Aber hey, sicher ist sicher. Falls hier hinterhergegangen werden wollen. Er hat nur die Stampede gehört und sie hatten keine Vision. Dementsprechend hat er schon erstmal ein bisschen Panik war da durchaus angebracht in der Situation. Stacks werden gefarmt, Engines werden auf beiden Seiten gefarmt. Ja, warte, Farmfest. Bin mir nicht ganz sicher, inwieweit hier das Spiel vor 50 Minuten, 60, 70 Minuten vorbei ist. Es wird wahrscheinlich so ein bisschen ausschlaggebend der nächste Teamfight sein. Ob Regal hier den Tower einfach nehmen kann. Und wenn Awake einen schlechten Fight holt, können sie halt mit dem Exorcism halt auch direkt eine erste Lane of Rex holen. Tatsächlich ist gegen das Lineup natürlich irgendwie nichts. Weil mit Ember, mit Gyrocopter ist halt eine Lane of Rex nichts und auch Mega Creeps sind ab einer gewissen Uhrzeit auch nichts mehr.
Aber auf jeden Fall könnte hier Regal demnächst einen Vorteil rausholen, falls sie jedenfalls gut laufen. Ups, Amber's Build muss hier richtig aufpassen. Oh, schöner defensiver Swap. Oh, Long Range Finger wurde schon gecastet. Und hups, da ist es auf einmal down. Aber trotzdem, Exos Mysterious. Und jetzt müssen sie zumindest den Top T2 Tower sehr schnell holen. Die Frage ist halt, ob es Zeit dafür ist. Ob der Exos so lange hält. Und ich glaube eher nicht. Und der ist auch schon zur Hälfte vorbei. Aber trotzdem, mit den beiden Deaths können sie den T2 Tower sowieso auch ohne Exorcism holen. Tja, dumm gelaufen für ein Embers Bild. Richtig schöner Swap, aber leider ein bisschen zu spät, als dass er da noch da rauskommen können. Hatte einen schönen Remnant hier, aber mit einem Line ist es da relativ schwer, halt auf den Remnant noch zu casten. Mal schauen, ob sie hier tatsächlich Highground gehen wollen. Hätten eventuell Zeit, wenn sie jetzt hier Top Tower pushen, aber es ist halt ein Relocate. Von daher ist es wahrscheinlich nicht eine schlechte Situation. Ravage wäre noch da, aber ohne Exorcism ist halt auch der Damage ein bisschen wenig. Klar, du haut was raus, aber man muss es jetzt auch nicht forcen. Besonders wenn man so ein Teamfight-Ulti hat. 18 Sekunden sind noch Zeit. Da kann man die Bottomlane rauspushen und den T2 pushen. Auch wenn Roshan bis dahin wohl weg sein wird. Der Ward könnte eventuell gesehen haben, wie Wisp daran getethert ist, aber es scheint so, als ob das keiner gemerkt hätte. Wird hier in Ruhe gefarmt. TPs wären vorhanden. Daher ein bisschen nicht aufgepasst, dass sie hier nicht das nicht gesehen hatten. Das hätte man sehen können. Der Ping kam halt raus. Ja, sie könnten da sein, aber... Ja, haben sie entschlossen, ist schon zu spät. Von daher mal schauen. Aegis wird Ember's Bild holen. Hat dann jetzt gesehen, dass er doch zu früh stirbt. Außerdem... Ja. Kommt er wieder mit vollem Mana, vollem Leben und der Cooldown von einem Gyrocopter, der mit BKB Flakken und Cordon in der ersten Wave alles rausgeholt hat, wird dann da nicht mehr so relevant sein, von daher auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Auch noch danach, nach dem zweiten Tod, kann Ember's Bild immer noch buybacken und wieder reinkommen, von daher dreimal Ember's Bild ist besser als einmal Ember's Bild. Oder zweimal, ja. Power Treads für Wisp. Und ey, was für ein fetter Wisp. Immerhin jetzt einmal gestorben durch ein schönes Sneaky Smoke Play. Aber ja, gutes Wisp Play. Sehr schön von Boom hier. Frage ist halt, wenn sie es durchhalten. Denn jetzt kommt der Push auf den T2 mit Exorcism. Ja, sie haben eine Aegis, aber sie müssen halt in das volle Teamfight-Lineup von Regal reinfighten. Ohne Cooldown. TP sind da, Ember Spirit hat einen Remnant nicht, aber ein TP sollten sie vielleicht bald mal benutzen. Außerdem halt auch von Center Wall nach von hinten ran. Sehen hier mit dem Ward tatsächlich, dass hier ein Center mit Invis kommt, von daher könnten sie jetzt hier committen. Committen tun sie sowieso schon für den Tower, aber sehr sneaky erstmal vom Lion hier ranzugehen. Er hat eine Invis-Rune, was genau will er? Ist es ein Bait? Wahrscheinlich. War oder ist wahrscheinlich eine Bait und jetzt stirbt eben Dazzle ganz alleine. Ja gut, da wird natürlich versucht wegzukommen. Die Frage ist, ob die Rocket rechtzeitig kommt. Nein, kommt sie nicht. Ja, Stampede vorher hätte er es vielleicht geschafft, aber so war das ein bisschen... Bisschen new. Naja, wir schauen uns nochmal die Graphen an. Das Spiel wird ein bisschen langsamer gerade. Regal hat den Goldvorteil wieder rausgeholt, aber es sind halt auch alle Towers. Jetzt knapp 2000 Gold vorne. Mit, ja, knapp 8000 Tower Gold vorne. Somit halt in Last Hits und im Farm und in den Kills sind Awake hier vorne. XP ist allerdings even. Levelsmäßig bei Triminal Ravage Level 3. Ansonsten sind die wichtigsten Helden über Level 16. Da erstmal noch nichts. Medusa steht einfach in der Mitte und doesn't care less. Der Point Booster, baut man Eggs auf Medusa? Nicht sicher. Glaube nicht. Von daher glaube ich jetzt mal, dass es ein Bloodstone wird. Naja. Ach, Scully. Oh Gott. Dumm. Sorry, Leute.
Ja, ein Skadi natürlich für Medusa als drittes Item. Wer hätte das gedacht? Skadi und Dusa ist. Kommt so gut zusammen wie Linkens und Dusa. So 100% halt. Line versucht hier ein bisschen zu split pushen. Ja, langsam wird das Spiel. Und wir sind erst bei 30 Minuten. Mal schauen, ob das Spiel noch weitere 60 Minuten dauert. Ich hoffe nicht. Denn es ist ein Best of 3 hier in der John Dota League Season 4 Division 1. Naja, nee, Division 2 glaube ich sogar. Ist Division 2, um auf Division 1 zu kommen in den Asia Playoffs zwischen Regal und Awake. Und bislang sieht es so aus, als ob das Spiel auf jeden Fall noch dauern wird. Mehr würde ich jetzt erstmal dazu nicht sagen. Der Tier 1 Push kommt, aber die Cooldowns sind halt auch von Regal da, von daher glaube ich, dass erstmal nichts passieren wird. Medusa stellt sich jetzt erstmal hin und sagt, kommt doch. Denn der Damage ist halt nicht vorhanden, jetzt kommt es da, TPs kommen rein und ja, Away come off extended, beziehungsweise können halt hier nichts machen. Mistbird hat seinen Remnant, würde halt auch gerne mal seine Aegis benutzen, wahrscheinlich. Remnant steht wo? Na, jetzt da oben. Okay, ist wahrscheinlich auch gerade ausgelaufen, das war ein bisschen bitter. Die Aegis wird, ja, gleich vorbei sein, 30 Sekunden noch, von daher würde sie definitiv gerne benutzen. Stampede, ah, zu knapp. Und jetzt kann er sie benutzen. Relativ passend. Zack. Und holt sich den Remnant, geht weg, hat aber auch doch noch relativ low dafür bekommen. Center Warner geht noch down, kann hier nicht verhindern. Tatsächlich kommt hier der Lion von hinten. Hatte keinen Mana für den Finger, das ist bitter. Deshalb Mana Drain. Ah, Finger ist jetzt vorhanden. Blink nach vorne, Finger. Nein. Kommt dran, aber Ravage benutzt dafür. Und nächste Stun, Stunlock ist da. Und er killt auf den Embers Build. Mit, tatsächlich mit der Aegis. Somit ein 13-0 Trade hier. Auf der Bottom Lane ist der Tower gefallen, aber 13-0 gegen den Tower ist doch definitiv worth it. Wie man auch hier im Graphen sieht. Gold Change ist ja im Endeffekt dann nur 1000, weil die 2000 für den Tower noch down sind. Aber XP, einiges an XP für die Medusa und für den Dazzle vor allen Dingen auch noch. Der das wahrscheinlich eher gebrauchen kann als die Medusa, die jetzt 21 ist. Auch schön zu sehen, Stormgaze Level 1. Der Bonus Physical Damage ist halt nicht so relevant, denn ja, eigentlich werden die Leute ja nicht zu Stone, die Heroes, wenn sie hier keinen Fehler gemacht haben. Und, oh, ich dachte, es wird teurer im Mana, sodass sie den nicht skillt, aber es bringt halt einfach mehr Mana, mehr Leben. Und so Stats zu stehlen. Von daher, Stats first auf der Loser, zieht das Ganze hier durch. Die meisten, die ich kenne, beziehungsweise ich selber würde es wahrscheinlich auch nicht so durchhalten. Ah, ich muss meine Ultis gehen, Ich muss meine Ultis gehen. Ja, aber objektiv betrachtet ist es tatsächlich sinnvoller, hier Stormgaze auszulassen. Tja, 3 Kills, 20-20. Tower sind fast even, fehlen noch 2. Aber ja, eventuell könnten wir jetzt den Smoke sehen. Aber es sieht nicht danach aus, Smoke ist vorhanden auf niemandem. Auch doch, auf dem Kurier kommt der gerade. Uns ist vielleicht erstmal ein Dreier-Smoke hier. Mal schauen, ob sie smoken oder ob sie eher nur planen zu smoken. So zweit würde vielleicht schon reichen. Das sind auf jeden Fall halt. Ja, einer muss auf die Lane, von daher würde es auf jeden Fall zu zweit reichen. Relocate ist auch da. Aber erstmal Much Farm von Regal. Und Awake. Farmen über den Gyrocopter und warten halt hier ansonsten ein bisschen ab. Ember Spirit hat tatsächlich hier einen Manta gebaut. Sehr interessant. Will wahrscheinlich den Silence rauswerden vom. Ups, da stirbt jemand. Das ist ein Tidehunter. Schönes Grave, aber ich glaube, es wird nichts bringen. Es ist sehr knapp für die Ravage, aber wird hier down gehen. Allerdings zum Trade von Centaur 1:1. Relocate benutzt, nichts bekommen. Nicht so wirklich was. Und zurückziehen. Aber Exorcism ist raus. Das ist tatsächlich relativ wichtig. Das war umsonst benutzt hier. Um es mal so zu sagen. Aber eventuell wird es jetzt hier sogar der Damage in den Ember's Build reinkommen. Nein. Hat es sich keinen Remnant. Aber der Damage für die Vengeful Spirit reicht auch noch gerade so. Es wird immerhin noch etwas mit dem Exorcism bekommen. Aber ist jetzt 111 Sekunden auf Cooldown. Jetzt haben sie Ravage, aber keine Exorcism.
Und das ist halt jetzt so eine Sache. Ist halt jetzt, ja, nicht ganz greedy, aber es ist halt schon ein bisschen greedier, da reinzugehen, anstatt jetzt beide großen Ultis zu haben. Trotzdem sollte es mit der Medusa eigentlich okay sein. Medusa hat so viel Tank. Jetzt 2600 Leben mit 2000 Mana. Und Mana-Schild, das ist einiges. Und Demon Edge wird wahrscheinlich ein Daedalus sein. Andererseits Casual Divine Rapier kann es natürlich auch sein. Ich dachte, dafür hat sie jetzt erstmal BOTs vorher. Aber, naja, man kann es ja schon mal kaufen. Nicht den Rapier, aber das Demon Edge. Ich glaube, es wird wahrscheinlich ein Daedalus sein, dann BOTs und dann Rapier. Wobei natürlich dann kein Platz mehr für die Aegis ist. Die Frage ist, ob sie die Aegis auf der Medusa haben wollen. Denn Medusa wird so oder so am Ende noch übrig bleiben. Wenn sie Medusa fokussen, kriegen sie, glaube ich, zum ersten Mal nicht unbedingt überhaupt tot. Besonders nicht mit dem Damage, den sie haben. Ember Spirit hat ohne Daedalus hat wirklich wenig Damage. Mit dem Manta, glaube ich, hat er ein bisschen wenig Damage. Besonders, weil die Illusions halt mit dem Splitshot relativ schnell tot sind. Center Warner geht halt auch auf BKB mit Force of Blink, keinerlei Damage-Items, also auch kein Damage. Einzige Line Gyrocopter ist jetzt dabei, hat sein MKB wieder und macht halt den Damage, aber mal gucken, ob es zum Damage erreicht. Erstmal reicht es wahrscheinlich hier vom Ember Spirit, das aber kein Ember Spirit war, sondern ein Center Warner, für die Ravage Grip laut wurde. Es war eine sehr interessante Ravage und mit interessant meine ich useless. Und, oh doch, es ist ein MKB für die Medusa erstmal, also noch kein Casual Divine. Denn Butterfly auf Gyrocopter ist vorhanden. Ja, ist natürlich ein MKB natürlich schon besser, denn eigentlich ist der Gyrocopter halt so der einzige, den die Medusa fokussen muss. Der Rest hat keine BKBs, noch nicht. Von daher ist es okay. Okay, Chat lesen. Heffler oder nicht Heffler? Anyway, Pausen. Pausezeit ist Grafenzeit. 1000 XP vorne. Regal ist auf jeden Fall hier vorne voraus. Sonst ist XP überrascht mich, weil eigentlich war es hauptsächlich das Gold, der kurz vorzeitig da war. Aber die paar Kills, die sie jetzt hier bekommen haben, haben noch einiges auf der XP-Kraft zu tun. Und ja, auch 3000 Networth. Gar nicht so viel, denn Awake kriegen halt den Farm. Könnten halt hier schön mit dem Wisp und dem Gyrocopter Split pushen. Dennoch ist halt der Net Worth Unterschied jetzt hier nicht das Relevante, sondern prinzipiell, dass sie in 140 Sekunden vor der Haustür stehen werden. Und in 140 Sekunden wahrscheinlich mit einer Aegis vor der Haustür stehen werden. Und dann wird es halt wirklich, wirklich interessant. Medusa wird jetzt hier die Aegis bekommen. An Items hat sie erstmal noch nichts, von daher Aegis, Buyback und dann High Ground. Sollte ungefähr für die Ravage passen, wenn Medusa schnell ist mit Farm. Sind das Stacks? Nein, das sind keine Stacks. Aber na gut, Buyback wird vielleicht ein bisschen knapp, aber auf jeden Fall haben sie eine Aegis bis dahin. Auf der Medusa mit eventuellem Buyback und BOTs. Und das wird ein langer Kampf und das wird ein sehr, sehr schwieriger Kampf für Awake. In 2 Minuten vor der Haustür, wenn Regal nicht ungeduldig ist, was sie sind. Oh, das ist bitter. 5 Sekunden abgewartet. Mal schauen, ob jetzt die Medusa nochmal reinguckt. Und es sieht nicht so aus. Und das ist wirklich ein großes Problem hier, dass sie da nicht mehr reingucken. Oh, schönes Dazzle-Ulti, dass sie es vorher schon gesehen haben. Das Problem ist, sie sind halt schon wegtippiert. Gerade so ein Cooldown, aber... Der Cooldown poppt natürlich direkt die Krankenschelle und einfach rauslaufen. Ist natürlich auch praktisch. Titaner defended top. Hat sowieso keine Ravage, bringt in dem Fall nichts. Und jetzt wird in Roshan reingegangen. Keine Wards für Wake. Aber Exosim wird auch benutzt. 140 Sekunden, mal wieder. Ist mit dem Ravage zusammen. Müssen sie in dem Sinne eh warten. Von daher ist es jetzt besser, das Ganze safe zu playen. Das Ganze safe zu spielen. Safe zu playen. Bisschen übertrieben. Wahrscheinlich auch besser so. Ember Spirit war jetzt da und hätte sneaken können. Obwohl sie jetzt hier doch eine relativ extensive Sicht haben auf die ganze Sache. Hätte das halt durchaus... Ja. Hätte das durchaus in die Hose gehen können.
Networth zeigt halt schon, okay, Regal sind halt einfach durch die Death Prophets sehr weit vorne. 5.000, 6.000 Networth weiter vorne als der Ember Spirit. Und das bei dem Ember, der jetzt mit dem Battlefield und jetzt auch so langsam das Daedalus zusammenbekommt, eigentlich keine Probleme hatten mit Wave Clearen. Technically halt schon sogar ein bisschen besser als die Death Prophet. Aber trotzdem ein richtig krasser Unterschied da drin. Schauen wir mal, denn hier, 10 zu 3 versus 3 zu 6, das ist definitiv ein Grund für einen Networth-Unterschied. Ja, Ember Spirit hat kein so gutes Game. Halt relativ bitter für ihn. Sehr oft gestorben und sehr oft relativ knapp gestorben, obwohl er halt die Spirits hatte. Aber naja. Ja, Dusa wird jetzt mal schauen, ob es hier Buyback oder BOTs gibt. Im Prinzip sind gerade, ja, das eine ist mehr defensiv. Ist natürlich sinnlos, Buyback zu haben, wenn keine BOTs haben, wenn sie die Angreifenden sind. Andererseits kein Buyback zu haben, wenn Rex eingenommen werden, ist natürlich auch doof. Von daher ist es natürlich besser, Buyback zu haben als BOTs. Aber die volle Stärke entfesselt das natürlich erst mit BOTs und Buyback, um halt direkt wieder in die Front zu kommen. Und prinzipiell einfach drei Leben mit dem Medusa zu haben. Und ja, es wird schwierig, da überhaupt durch eins durchzukommen bei der Dusa. Denn hey, wo soll der Damage herkommen? Also Ember Spirit wird langsam ein bisschen dick. Fett will ich noch nicht mal in den Mund nehmen, das Wort, weil Fett ist noch richtig weit entfernt davon. Ja, und die Medusa kann aber sich auch einfach dem Splitbush entgegenstellen. Die einzige Angst, die sie halt haben muss, ist, dass Support dahinter steht. Und das ist es halt gerade nicht. Centaur könnt ihr vielleicht Probleme bekommen. Macht ihr den Gold drauf? Und da kommt das Relocate, hat sich ein Allelion zu früh gemacht. Das ist bitter. Aber Ravage ist hier draußen und kein. Oh, das ist das BKB, das nicht rausvorkam vorher. Jetzt kommt das BKB raus, ist aber natürlich von der Medusa direkt schon down gegangen hier. Lion wurde geburstet, aber jetzt ist der Ember Spirit alleine. Ist gesilenced, kann jetzt hier einen Hook machen. Zweiten Hook, zweiten Spirit. Kommt nicht runter. Hat jetzt kein Mana mehr und wird jetzt hier vielleicht gegen die Engines. Nein. Geht hier auch noch down. Double Kill für Ryuki. 4 zu 1 Gem auf dem Deck. Buybacks kommen raus. Buybacks sind nötig. Und Buybacks auch von Lion. Jetzt wollen sie es wissen. Und jetzt wird Highground gegangen. Alle Ultis sind down. Aber immerhin, die beiden Supports sind weg. Und Buybacks sind vorhanden auf. Ja, immerhin auf der Death Prophet. Von daher bin ich jetzt gespannt, ob sie Highground gehen oder ob sie es sicher spielen. Die asiatische Szene ist ja meistens dafür bekannt, dass es sicher gespielt wird. Und es sieht so danach aus, als ob das Regal hier abwarten. Haben Buybacks geforst. 6 Sekunden Buyback-Status auf Cooldown, das reicht vollkommen, um einfach noch eine Minute zu warten und das Ganze ganz sicher runterzuspielen. Daher Props hier an Regal, dass sie das Ganze mit kühlem Kopf doch erstmal abwarten. Ja. Hey, sie warten es ab, sie warten noch ein bisschen auf die Zeit, also spielen auf Zeit mit Medusa, wer hätte das gedacht? Ja, haben eigentlich auch gerade keine Nötigkeit, irgendwie hier reinzugehen. Medusa ist zwar jetzt gesixslottet, aber hey, prinzipiell sind da immer noch 7000 Gold nach oben Luft. Buyback und ein Divine Rapier. Muss man halt haben, ne? Prinzipiell sollte man einen Kurier kaufen, den Kurier irgendwo hier hinstellen mit einem Rapier. Und dann kann sie hier sterben. Buyback, BOTs hier hin, Rapier holen und dann direkt wieder rein. Wenn das Micro soweit vorhanden ist. Wovon ich aber eigentlich ausgehe. Medusa muss man ja nichts anderes tun, außer A-Klick in die Basis. Und da sollte eigentlich die Zeit sein für den Kurier zum Micron. Aber gut. 30 Sekunden für quasi beide Ultis. Die Aegis wird dann ausgelaufen sein. Knapp, aber wird ausgelaufen sein. Mal schauen, ob. Ja, gut. Medusa wird jetzt hier erstmal reingehen und versuchen, die Aegis loszuwerden. Sollte vielleicht aber nicht zu viel tun. 12 Sekunden, 10 Sekunden. Ja. Zeit für Action. Die Aegis timed aus in ganz knapp in 5 Sekunden. Aber das reicht wahrscheinlich vollkommen. Trotzdem könnte es relativ knapp sein. Aber schönes BKB jetzt hier geforst bzw. benutzt. Alles ganz gut. Der Tower wird wohl trotzdem hier down gehen. BKB ist jetzt down. Aber der Tower ist auch down. Und jetzt steht Medusa mit Split Push hier drin und macht Action. Und Ravage ist benutzt. Ist relativ gut getroffen. Allerdings Gyrocopter hat das BKB hat an. Flakhand Schüsse sind raus und alle sind noch Full HP von Regal. Flakhand Shots kommen jetzt hier. Flakhand nicht.
Blitzschuss kommen hier raus. Buyback von Gyrocopter nicht vorhanden. Ist noch auf Kuda. Das sollte die erste Lens of Rex sein. Und wahrscheinlich mit 90 Sekunden auf den Sidelines mindestens 2 bis 3 plus Game. Wisp kommt hier nicht ganz weg. Da ist das Oldstar. Boom wird hier Boom machen. Nope. Oh, schade. Wenn ich einen Wortwitz mache, sollen die gefälligst doch passen. Aber ja. GG von Ember Spirit. Game 1 geht somit an Regal. Verdient definitiv. Haben sehr schön die Medusa runtergespielt. Haben gut von Farben bekommen. Haben sich dann nicht unterbrechen zu lassen. Außerdem kühlen Kopf bewahrt mit so einem Lineup, was doch auf zwei großen Cooldowns basiert. Haben sie es so gut kühl runtergespielt, dass sie auch nie ohne die Cooldowns wirklich gefightet haben. Somit ein Graz an Regal und mal schauen, ob Game 2 hier Awake das Ganze umpolen kann. Außerdem, ob das vielleicht kein Loser Gyrocopter 50 Minuten Farmfest wird oder ob das ein bisschen kurz und brutaler wird. Somit erstmal danke fürs Zuschauen. Game 2 folgt in ein paar Minuten.